Nein, ich glaube nicht nur, sondern das muss einfach Standard werden. Wir dürfen nicht mehr so drehen, als wäre uns alles egal. Es fängt dann zum Beispiel teilweise dabei an, dass man irgendwie total viele Dispos ausgedruckt bekommt, obwohl zum Beispiel ich nie eine Dispo ausgedruckt brauche. Ich kann die halt auf dem Handy bekommen, per E-Mail, und dann sieht man, dass aber trotzdem am Abend irgendwie nochmal 50 Dispos ausgeteilt werden. Dadurch, dass wir an einem Kreativbereich sind, können wir auch total viele kreative neue Ideen haben. Also von To-Go-Sachen über, wie wäre es denn, wenn wir nur einen Fleischtag in der Woche haben, zu, wie können wir vielleicht mit dem Strom nachhaltiger umgehen, woher kommen vielleicht die Klamotten, mit denen das Kostüm arbeitet. Es darf eigentlich nicht sein, dass das für sozusagen Nachhaltigkeit oder für ja, respektvolleres Planen, respektvolleres Arbeiten keine Zeit ist oder kein Geld ist. Da müssen wir einfach irgendwie neue Wege finden. Ich hatte auch ein ganz schönes Erlebnis dieses Jahr. Also ich habe in Hessen gedreht und es gab fast jeden Tag Fleisch. Und dann war der 20.09. Ich konnte leider nicht streiken, weil wir gedreht haben. Und habe gesagt, okay Leute, dann lass uns doch wenigstens heute einen veganen Tag machen. Weil dann halt einfach für so ein 60-Mann-Team halt auch wahnsinnig viel Fleisch gespart wird. Und da mussten wir ein bisschen diskutieren. Aber dann wurde sich drauf eingelassen und alle haben sich voll gefreut. Das Essen war super lecker, oh Wunder, oh Wunder. Viele Produktionen sind auch total offen und wollen auch grüner werden. Zum Beispiel bei Dark am Set. Wirklich, die haben einen Wahnsinn, jetzt kurze Werbung, aber die haben einen wahnsinnigen Wandel gemacht vom letzten zu diesem Jahr. Also es gibt nur noch Wasserspender am Set. Alle haben ihre Trinkflaschen. Man hat keine, gar keinen To-Go-Gedöns mehr. Die haben zwar auch immer noch Fleisch, aber es gibt mittlerweile ganz, ganz viel vegan, vegetarische Alternativen. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber ich glaube, da kann auch noch sehr viel passieren. Und da müssen wahrscheinlich auch alle Departments Kompromisse eingehen. Also ich glaube, da muss man sich noch irgendwo treffen und auch ruhig Mut haben, noch radikaler zu werden und andere Lösungen zu finden. Weil klar, Filme machen es toll und es ist super wichtig und wir machen was ganz, ganz Großes, aber wir müssen auch gucken, dass wir das respektvoll und ressourcensparsam tun.